Willkommen zurück bei Let's Play Banjo-Tooie und dem vorerst letzten Part hier im Pterodactylus-Land. Wir beginnen damit, dieses dicke Flugsaurier-Baby zur Mama zu bringen. Es ist leider so fett, dass es nicht fliegen kann. Das ist schon ein bisschen traurig, ne? Und ich glaube, dass wir uns hier in einer Höhle aufhalten, ist auch nicht gerade förderlich. Kann ich Kazooie jetzt eigentlich irgendwie mitnehmen? Nein, ne? Weil der Rucksack ist ja voll. Shit. Ja, ich verstehe schon. Das ist die Schwierigkeit bei der Aufgabe, ist klar. Aber wie komme ich denn ohne Kazooie nach oben? Eigentlich bleibt mir ja nur die eine Möglichkeit über die Teleporter, richtig? Ja, ist so. Oder? Vielleicht bin ich hier schon ganz oben eigentlich? Das könnte ja auch sein. Nee. Normalerweise muss man ja mit den Sprungstiefeln nach oben kommen. Ja, doch. Und das muss man auch nach wie vor. Ich hoffe einfach, dass ich mich teleportieren kann, obwohl ich jemanden in meinem Rucksack habe. Und sieh mal da, der Weg war goldrichtig. Jetzt sind wir nämlich bei dem Teleporter hier bei Wumbas Wigwam. Hoffentlich geht's. Ja, schaut gut aus. Na dann. Warpen wir uns nach oben. Sehr gut. Okay, von hier aus ist es eigentlich nur noch ein Katzensprung bis zu Terry. Ja, und dann hätten wir diese Aufgabe auch hinter uns gebracht. Nice. So. Hier bin ich wieder. Und da ist dein letztes Kind. Das ist das letzte. Gott sei Dank. Kazooie kann keine Eier mehr sehen. Hier ist, wie versprochen, die zweite Hälfte der Belohnung. Ein weiteres Puzzlo. Nice! Okay, Leute. Ja, jetzt haben wir wirklich nicht mehr viel vor hier im Pterodactylus-Land. Mir fällt eigentlich auch nur noch ein Puzzleteil ein, und zwar, das war eingesperrt. Irgendwo auf dem Weg nach oben. Hier bei diesem Berg. Und ja. Ob wir da rankommen oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir haben ja auch eine Höhle gesehen, in die man reinfliegen kann. Und wir wissen, dass es verschiedene Türen gibt, die wir als Baby-T-Rex betreten können. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, verwandeln wir... Ach so. Ich habe das noch gar nicht klein gemacht. Ja gut, dann muss ich erstmal zu Mumbo gehen. Und Mumbas Wigwam wieder kleiner machen. Das werde ich jetzt aber schneiden. Boah, war das aufwendig, Alter. Richtig viele unnötige Laufwege und dann, als ich endlich bei Mumbo war, musste ich feststellen, dass der nicht arbeiten will. Ohne Kazooie. Ja, das war schon irgendwie doof. Ich bin dann übrigens zu diesem Glitzer da gegangen beim Bahnhof. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist nämlich tatsächlich so eine Art Checkpoint. Da kann man Banjo abstellen und dann mit Kazooie hinterhergehen. Warum's das gibt und warum genau da, kann ich euch nicht sagen. Es ist aber auf jeden Fall so. Und jetzt sehen wir zum allerersten Mal den Baby T-Rex. Ja, ist er nicht süß? Moment, der kann nicht brüllen? Oh, kann er überhaupt irgendwas? Nein, anscheinend nicht. Aber er kann durch diese Türen gehen. Und genau das machen wir jetzt auch. Frage ist nur wie. Hallo?
Hä? Habe ich irgendwas aus Versehen weggedrückt? Oder was stimmt da jetzt nicht? Weil ich habe alle Knöpfe gedrückt und... Ja, tut sich nichts. Ja, toll. Was soll das denn? Oder ist der Kleine unnötig? Nein, das kann nicht sein. Weil nur der Kleine kommt durch die Türen durch. Ach so, warte, vielleicht ist das eine Ausgangstür und wir müssen eine andere finden. Das kann sein. Ja, hier, schau. Wieso geht das auch nicht? Was zum... ich glaube, wir sind hier auf der richtigen Fährte. Lol, ich war eigentlich gerade auf dem Weg, nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen und jetzt kriege ich von dem hier die Fähigkeit zu brüllen. Was zum Teufel? Warum? Warum gerade von dem und so random? Aber ja, jetzt kann ich. Ach so, wir können dem auch gar nichts tun und er tut uns nichts. So. Ja, aber trotzdem, warum lernen wir genau bei dem bitte das Brüllen? So, jetzt zurück. Weil das muss doch irgendwie mit den Türen zusammenhängen. Ach, da ist sowieso eine. Okay. Ja, tatsächlich, jetzt geht sie auf. Also, wie man darauf kommen soll, ist mir jetzt auch irgendwie schleierhaft. Eine Jito-Seite, wie geil. Da hatten wir jetzt einfach Glück, muss man so sagen. Der hat mich aber auch automatisch angesprochen, immerhin. Was? Brüll, 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 brüll. Oh, ich glaube, ich weiß, was das bedeuten könnte. Dann wird der glitzernde Preis dein sein. Ja, das könnte mit dem eingesperrten Puzzle zu tun haben. Oder nein, das hat das sogar definitiv. Definitiv, warte. Brüll, 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 brüll. Kann man unterschiedlich lange brüllen oder was? Aha. Okay. Dann ist das wohl dieses Dino-Lied, von dem mal die Rede war. Also kurz, kurz, lang, kurz, lang, lang. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Ist jetzt aber auch nicht so schwer, daher gehe ich mal davon aus, dass das in meinem Kopf bleibt. Aber ich muss jetzt einen Weg nach oben finden. Okay, wir sind bei Wumbas Wigwam. Können einfach den oder? Moment. Bevor ich den Teleporter probiere, möchte ich kurz wissen, wohin dieser Weg führt. Vielleicht ist das ja sogar ein Weg nach oben. Aber man sieht schon, dass sich da immer noch ein paar Sachen finden lassen, wie eben diese Cheeto-Seite. Und eine fehlt uns ja auch noch. Ich habe null Ahnung, wo ich bin, um ehrlich zu sein. Ach doch, wir sind da, wir sind da. Genau, das ist dieser Tunnel, wo dieser komische Lurch drin stand. Gut, dass wir den schon besiegt haben. Und jetzt, weiß ich nicht, einfach davor stehen bleiben und brüllen oder was? Ich probier's mal. Kurz, kurz, lang, kurz, lang, lang. Yeah! Geil! Ja, damit hatte ich ja sogar noch mehr Ausbeute in diesem Part als ursprünglich geplant. Nice! Leider weiß ich aber sonst nichts mit dem Baby T-Rex anzufangen. Deswegen werde ich mich jetzt gleich wieder zurückverwandeln. Vermutlich ist noch irgendwo eine Höhle für den, aber ob ich die finde, eher nicht. Interessant aber, dass er
keinen Fallschaden nimmt. Sehr gut. Freut mich. Ja, okay. Also ich verwandle mich zurück und ich glaube, dann fliegen wir mal zu dieser Höhle, die wir gesehen haben. Da dürfte ja auch noch irgendeine Mission auf uns warten. Und dann sind wir eigentlich fürs Erste fertig hier. Ja. Und die Bilanz schaut jetzt doch ganz gut aus, würde ich sagen. Mir fehlt nämlich nur noch eine Cheeto-Seite. Und 3 oder 2 Puzzles. Schauen wir mal. 2. Yeah. Na, ist doch geil. Also, wirklich. Und 1 davon kennen wir sogar. Nämlich Fastfood-Lieferung. An diese Menschen. Ja gut, und das andere wird dann halt wiederum in der Höhle halt sein, denke ich. Oder bei diesem Trampler. Da war ja auch noch ein Schalter, wenn ihr euch erinnert. Da könnte aber genauso gut auch die letzte Cheeto-Seite sein. Oder eine Verbindung zu einer anderen Welt. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal zum Eingang. Dort ist nämlich diese Flugplattform. Und so kommen wir ganz einfach in diese Höhle. Ich denke sowieso, dass das der Lösungsweg ist. Vor allem, weil die Flugplattform nicht von Anfang an verfügbar ist. Man muss sie ja erstmal freischalten. Wo war das nochmal? Hier oder weiter drüben? Vergesse ich jedes Mal. Weiter drüben. Alles klar. Genau, hier. Und die Sprungschuhe finden sich, glaube ich, da drüben. Ja. Hier. Oh, das war nix. Aber mir fällt auch gerade ein, so hässlich rüberfliegen musste man ja nur, wenn man mit Kazooie alleine ist. Jetzt haben wir ja beide. Ist gar nicht notwendig. Hui. Ja, und jetzt springst du auch nicht zu hoch. Sehr gut. Okay, in welcher Richtung war diese Höhle? Weiß das jemand? Nein? Ich auch nicht. Ach, aber wo ich gerade dabei bin, ich habe mal was Ekliges in den Kommentaren gelesen und möchte das jetzt mal überprüfen, ob das stimmt. Aber das haben mehrere geschrieben, von daher muss es ja so sein. Anscheinend hat Rare nämlich mal wieder, muss man sagen, ein perverses Easter... Ja, ich sehe es auch schon. ein perverses Easter Egg einprogrammiert und zwar... Ja. Ich glaube, ich muss nichts dazu sagen, oder? Ich glaube, jeder erkennt von alleine, was das sein soll. Ein spritzender Cock. Jetzt habe ich es doch gesagt. Steinigt mich! oh Mann, ey. Rare! What's wrong with you? Warum? Warum nur? Meine Fresse. Machen die da einfach einen Cock hin. Ach. Weiß ich nicht, was bei denen los ist, ne? Aber... Das ist doch schon sehr eindeutig. Ich dachte vielleicht... Es wäre ein bisschen... ja... Also es würde mehr Spielraum lassen, aber ist nicht so. Es ist doch sehr, sehr eindeutig. Und wieso zum Teufel kommt man da nicht rein? Ist das nur Deko? Oh, ist hier nix? Das kann nicht sein. Siehste? Kann nicht sein, sag ich doch. Da ist was. Die letzte Cheeto-Seite. Na, immer her damit. Was? Och nö, jetzt komme ich da nicht ran. Scheiße. Was ist das für ein komischer Ort hier? Ah, ich könnte mir vorstellen, dass... Ja, ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht... Nein, halt. Dass hier vielleicht Wasser irgendwie hergehört. Ich weiß es nicht. Wir beenden die Welt. Ich glaube, wir können sowieso nichts mehr hier machen. Wir sehen uns gleich wieder bei Puzzello.
Oh, übrigens, wenn man das Spiel speichert und beenden will, passiert das. Typischer Rare-Humor. Haben sie auch schon bei Donkey Kong 64 gemacht, beispielsweise. Mir fällt da gerade ein... Muss gar nicht schneiden. Man startet ja jedes Mal im Ginger-Dorf, ne? Und da stehen ja Teleporter rum. Ja, doch. Super. Dann machen wir das so. Erstaunlich, wie ich mittlerweile mit den Teleportern klarkomme, oder? Ja. Musste aber auch sein. Sonst wäre das wirklich noch in Zukunft katastrophal gewesen. Mit der Orientierung. Jo, und wenn ich schon gleich hier bin, werde ich jetzt auch endlich mal diese Helga, oder wie sie heißt, besuchen. Das bietet sich ja auch an. Schließlich können wir... Aua. Jetzt Eier ausbrüten. Und wir haben ja das ein oder andere, wenn ich richtig informiert bin. Außerdem ist hier ein Schild. Geeignete Eier findet man möglicherweise näher am Zuhause, als man glaubt. Was heißt das? Geeignete Eier? Vielleicht die, die da vorne liegen? Brauchen wir die für irgendwas? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal rein. Aber, die ist auf jeden Fall für dieses Stop and Swap zuständig. Gluck, Helga die Henne. Gluck, gluck. Finde das Spezialei. Gluck. Habt Spezialei für Helga? Richtig. Es ist wirklich besonders. Gluck, wirf es ins Nest. Wie bitte werfen? Mit Eiern geht man nicht so um. Hey, da oben ist hier schon eins. Hä? Keine Ahnung warum, aber okay. Ach, man muss es gar nicht selbst ausbrüten. Ach ja, na dann. Dann passt's ja. Man muss einfach nur seine Stop-and-Swap-Dinger hier abgeben. Aber was bringt das? Für spezielles Helga-Ei gibt es Zielsucheier. Sehr nett. Duck, duck. Gehe in Code-Raum und gib das Wort Homing ein, um Cheat zu aktivieren. Zielsucheier, das ist schon nicht schlecht. Wir haben nur ein Ei gehabt, echt? Okay. Gibt wohl zwei, mindestens. Hier ist eine komische Platte. Trennplattformen. Warte, warte, warte. Ich glaube... Ja, wir können das nicht einsammeln. Ich glaube, wir müssen das selbst ausbrüten. Tatsächlich. Und ein Ei haben wir noch nicht gefunden. Mist, ich dachte, ich hätte alles. Weit gefehlt, Herr Domtendo. Sie täuschen sich. Aber ich glaube und hoffe, man kann das Gelbe ausbrüten. Komm, mach mal. Yes. Warum muss man das selbst machen? Weil die Helga nicht hochkommt, oder was? Spezielles Helga-Ei bringt Jinjo als Mehrspieler-Teilnehmer. Luke, wer ist Jinjo? Ja, weiß ich nicht. Spaß, natürlich weiß ich's. Aber es ist mir relativ egal, weil... Das hilft mir jetzt nicht in meinem Abenteuer. Leider. Trotzdem danke. Dann werde ich jetzt kurz den Cheat aktivieren. Und dazu gehen wir in Welt 1. Ja, ja. Heute ist mal wieder so ein Übergangspart. Wir werden nämlich auch gleich das Puzzle für Welt 6 lösen. Was das wohl wird. Wir hatten ja jetzt schon einige spannende Dinge. Wo ist der Code-Raum? Ist er hier? The fuck? Das letzte Mal habe ich ihn gleich gefunden. Code-Raum! Da! Ja, hier, okay. Einfach geradeaus, wenn man vom Teleporter kommt. Nicht großartig noch umgucken und so.
Wir könnten auch Welt 2 vervollständigen, fällt mir gerade ein. Wir haben ja die Sprungschuhe. Aber ich denke, das mache ich am Anfang des nächsten Parts, weil dann kann ich da so chillig schneiden. Das passt schon. So, jetzt Homing. Oh, okay, ich hab noch getroffen. Das war knapp. Wäre natürlich bitter gewesen, ne? Wenn das nicht geklappt hätte. So, und die bösen Buben bekommen jetzt Zielsucheier reingedonnert. Das ist natürlich echt episch. Dann müssen wir nicht mehr so mega genau zielen. Die kriegen auch so schon aufs Maul. Geil. Hätten wir eigentlich schon vor langem aktivieren können, wenn ich gewusst hätte, wo diese Helga ist, ne? Weil das blaue Ei haben wir ja anscheinend schon etwas länger. Und jetzt geht's ans Puzzeln! Welt 6! Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, aber das Vorschaubild könnte schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Ach so, doch, ja, jetzt fällt's mir ein, stimmt. Scheiße. Jetzt kommt diese verdammte Grunty GmbH, von der habe ich schon so viel gehört. Leider nur Schlechtes. Also viele sind der Meinung, das ist die schwierigste und frustrierendste Welt. Na toll. Das wird was. Das sage ich euch. Aber vielleicht rocken wir's. Weil, ich erinnere mich, bei der Welt in Banjo-Kazooie, wo auch jeder gesagt hat, boah, die ist so mega schwer und so und bla. Haben wir auch gerockt. Das war dieser Hafen. Also fand ich zumindest, dass ich da ganz gut war. Weiß ich ja nicht, wie ihr Kritiker das seht, ja. Aber ich fand's in Ordnung. Ja, Puzzle werden schwieriger, aber zeitlich ist es immer noch in Ordnung. Passt schon. Kann sich auch ein paar Fehler leisten, alles in Butter. So, wo gehört das jetzt rein? Da, glaube ich. Nö, dann daneben halt. Und du dann hier. Rein logisch betrachtet. Das Gedöns da. Und. Na, nimm halt. Ja. Er hat Puzzellos Aufgabe 6 gelöst. Nun werde ich Weg zeigen. Ja, ich bin schon ein bisschen ehrfürchtig. Allerdings gibt es auch Leute, die sagen, dass andere Welten schwieriger sind. Trotzdem. Am häufigsten habe ich halt gelesen, dass die Grunty GmbH das härteste ist. Das ist natürlich auch immer eine subjektive Wahrnehmung, aber wenn das so viele sagen, dann wird da schon was dran sein. Ja, und das Fabriksetting? Oh. Weiß ich nicht. Könnte schon nicht ohne werden, ja. Na, das wird ja was in den nächsten Parts, du. Dranbleiben bei Banjo-Tooie und Daumen hoch wäre natürlich mega. Bis bald!